Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, wir sind hier mal wieder in unserer kleinen Bude. Und ich bin auf der Seite, wo ich noch nicht viel verändert habe, außer dass da jetzt Schafe rumrennen. Da muss ich mir auch noch was überlegen, wie ich das machen werde. So, wir gehen mal, ja, wir machen jetzt erstmal am Anfang ein bisschen, was habe ich alles gemacht? Weil den Umbau mache ich jetzt dann doch ein bisschen off, weil ja, sonst haben wir die nächsten 3 Folgen oder 5 Folgen oder 10 Folgen nur noch Wiederholung. Was habe ich schon mal gebaut? Nur ein bisschen anders. Hallo Leck. So, ich habe die Monsterfalle bisschen abgedatet. Ich weiß es nicht, ob ich die euch schon gezeigt habe. Kann sein, kann nicht sein. Wenn ja, tut es mir leid. Wenn nein, seht das noch. Dann ist sie. Nochmal. Also, das ist jetzt sozusagen mein Zentralpunkt dann. Ich habe jetzt dann hier eine ganz normale Spawnbereich. Wie gesagt, der ist jetzt momentan ein bisschen ausgeleuchtet, weil ich momentan nicht möchte, dass der hier spawnt. Weil hier muss ich noch ein bisschen was umbauen. Und wenn man sich jetzt dann hier, hallo. Na komm, mal runter. Du auch. Tschüss. Genau. Hast du richtig gemacht. Geschossen, nachdem du gestorben bist. Oder runtergegangen bist. Die mögen mich nicht. Die drehen mal alles. Der läuft vorwärts. Hä? Ihr seid alle komisch. Genau. Na, also hier spawnt halt alles. Da hinten sieht man das jetzt. Ist halt auch weitaus breiter. Kann es halt leider nicht so weit offen lassen, weil sonst wollte ich ja eigentlich, wollte erst Glas reinmachen. Geht aber erst, wenn ich da Glas habe, damit da keine Helligkeit rein geht. Genau. Also, wie gesagt, dann bin ich hingegangen und habe sozusagen dann meine Wasserrede neu aufgebaut. Wenn wir mal irgendwann noch mal eins machen, und zwar genau so, dass es auch maximal läuft. Hier zwischendrin sind dann immer die HV-Speicher. Einmal, zweimal, gehen dann nach unten. Und hier drüben habe ich erst angefangen. Da habe ich nur einen. Wie gesagt, den da, wenn wir dann zusammen machen, dass wir mal dann das sehen, wie man es machen sollte, damit man maximal hat. Ihr seht, da steht jetzt der Dieselgenerator, der stand eigentlich genau in derselben Höhe wie das. Das seht ihr mal, es ist doch ein ganz schönes Stück jetzt verrutscht. Wie gesagt, ich habe jetzt dann hier meinen zentralen oder auch einen zentralen Eingang. Wenn ich jetzt hier runterfall, bin ich in der Falle. Wenn ich hier runterlaufe, dann habe ich ja meinen Zugang nach unten. Mit sogar mit Eisentür, das heißt, da können die Zombies sogar nicht mal die Tür weghauen. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall einen Safe Room. Genau. Was ihr auch gesehen habt, Sebo hat sich mittlerweile auch, den habe ich so getriggert, dass er jetzt auch Lust hat auf das Pack. Wovon ich hoffentlich ausgehe, dass noch ein paar mehr das Bock haben. Und das Spiel. Ja. Ja, also, nur mal so zur Anregung. Leider momentan, also Server könnte ich eventuell höchstens aufmachen, wenn ich dann ziemlich weit bin, weil nicht, dass zu viele drauf sind und auf einmal fängt es lecken an. Das kann ich momentan, weil momentan ist die Kapazität auch nicht groß genug vom Server. So, dann habe ich hier, wie gesagt, meine Falle. Da seht ihr, da ist der Bereich vom, wo die da hinten runterfallen. Und da unten ist mein Anti-Barrel. Da ist jetzt dann da meine Flower. Und hier habe ich dann meine schöne Chest. Ja. Das wird sich aber auch noch ein bisschen verändern, wenn ich soweit bin. So, dann wir laufen mal nach vorne. Das kennt man ja schon teilweise. Hier hat sich eigentlich großartig jetzt nichts verändert. Ich habe auch nur aus einem flassigen Fass reingestellt habe. Und ich glaube, es sind noch ein oder zwei Tische dazu gekommen. Sonst ist hier nichts passiert. Dann hat sich diese Seite hat sich noch ein bisschen erweitert.
Ich habe jetzt einen Drawer hingestellt mit zwei Upgrades, weil ich ganz einfach so schnell die Steine transportieren kann, ne? Weil zack, 31 Double Compressed, ja, und ich habe dieses Ding ausgeräumt. Ihr seht gleich warum. Den anderen, den wo ich jetzt da hatte, habe ich nämlich da reingestellt. Momentan. So, dann habe ich jetzt hier ganz normal meinen Crucible mit Lava und Mechanism Pipes jetzt drunter. Also sozusagen die Pipes ausgetauscht. Hier ist mein Starter Lava, falls mal hier diese schöne Maschine nicht mehr angehen. Aber ich habe, ah doch, wobei der ist leer, ne? Schauen wir mal, machen wir mal an. Ah, er ist leer gelaufen. So. Und dann lassen wir ihn mal reinlaufen. Muss ich nur gucken, wo meine Powder sind. Die sind hier. Ich muss nur dran denken. Wenn jetzt dann alles nämlich soweit voll läuft. Ja, irgendeiner frisst Heat. Gibt es aber nicht zu. Kann auch sein, dass es der ist, aber normalerweise bin ich der Meinung, dass die nur Heat futtern, wenn sie auch an sind. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so doof war und die angelassen habe. Nö, die sind eigentlich alle aus. Ich weiß es nicht. Ist halt so. Muss man mal gucken. Ich habe den angelassen, wie es aussieht. Na, das ist erst Bombe. Ich bin der Held. So, den machen wir mal wieder das Licht aus. Habt ihr gesehen? Also Mechanism hat halt den Vorteil, dass ich den sozusagen nicht die Pipe brauche, sondern den Tank einfach aufmache und dann gibt es in die Pipe halt weiter und ich habe da drin meine Hitze. So, der ist voll, das heißt, ich mache dich aus. Ich sollte mal hier irgendwann noch so einen halben Drawer hinhängen, dass ich dann diese Blöcke da reinhängen kann. Oder vielleicht ein Double. So, okay. Dann haben wir das. Und dann habe ich hier ganz normal meinen Dropper. Da hat sich nicht viel geändert. Ist dasselbe Aufbau wie hinten, nur ein bisschen anders sozusagen in der Wand versteckt. Und hier vorne ist dann einfach mein Tower, der auch einfach fast 1 zu 1 nur mit anderen Pipes. Also da hat sich nichts Großartiges auch geändert. Ich habe jetzt halt hier Kantenmengen kompakter bauen. Das ist eigentlich alles. So, dann habe ich natürlich dann genau. Dann habe ich hier einen neuen Raum für mich jetzt gebastelt. Und zwar, das ist mein, ja, wie schimpfe ich dich jetzt? Das ist mein Raum. Ja, das kann man ja mal. Hö? Doch, da ist es. Ja, ich gehe jetzt mal hin. Ich nehme jetzt meinen Compress Cobblestone. Ja, dann macht man das mal hier. Dann geht man mal nach hier, dann hier. Und dann ist jetzt eigentlich alles soweit, ja, gegessen. Und wo ist mein anderes Werkzeug? Da ist es, ich Blindfisch. So, und jetzt gehe ich halt hin, mache jetzt halt meine Blöcke sauber und jetzt habt ihr gesehen, pop, verschwunden. Denn hier, ich habe hier unten drunter auch eine Hopperhock, eine fliegende, die halt dann das dann hier automatisch einräumt. Ja, und jetzt kann ich dann wieder hingehen und sagen, okay. Selbe Spiel wie gerade. Und nur mit Sand und Flint und habe halt hier auch noch mein
kleinen Flint, weil das ist jetzt sozusagen mein kompletter Aufbau, um eigentlich hier alles herzukriegen. Wie gesagt, hier kommen vielleicht auch noch Drawer hin, dass ich dann halt mein Redstone und so weiter und so fort habe. Das ist eigentlich das Ganze. Und wie gesagt, Sand, damit ich halt immer wieder mal Glas herstellen kann, damit die Maschinen hier laufen können. Genau. Mehr ist das eigentlich nicht. So, dann habe ich hier meine kleine Schmelze. Wie gesagt, alles in der Nähe von Lava. Sind auch noch nicht verbunden. Kommt alles noch, machen wir zusammen. Diese Schmelze hat nur sozusagen diese Schmelze hergestellt, ne? Weil, wie man sieht, ich habe jetzt hier einen Cast Chest drunter. Hier ist mein Smart Output drin. Mit einfach einen Lever und eine Advanced Mechanical Pipe. Und dasselbe halt nochmal ein bisschen größer, damit man halt ja zwei Möglichkeiten hat. Weil das wird irgendwann, da soll dann irgendwann das Chicken sozusagen reinlatschen, der mir dann die Lava produziert und der versorgt dann den Rest. Und dann werde ich den Aufbau nicht mehr brauchen, aber ich reiße nicht mehr ab, sondern ich lasse ihn einfach stehen. So, dann haben wir hier unseren Kisti-Bereich. Oder ich könnte jetzt auch nach hinten laufen, aber nein. Also wie gesagt, dann habe ich hier den zentralen Zugang zur Monsterfalle. Ich bin sogar beim Überlegen, ob ich es nochmal ein bisschen umbaue, dass ich sogar hier einen Durchgang mache. Aber ich hätte gesagt, momentan funktioniert so, wie es ist. Ne? Man sieht es, wird alles abgesaugt, geht hier in die jeweiligen Teile rein. Kann sein, dass ich das irgendwann unten verändere. So, dann hat man jetzt hier, wie man so schön sieht, ne, die Hauptbahn ist rot, die Lagerbahn ist braun und die Hühnchenfarm oder beziehungsweise der Animal-Bereich ist in Cyan gehalten, weil oben ist blau und hier ist halt schwarz und grau wollte ich nicht. Grau habe ich da hinten genommen, wenn wir gleich sehen, was für die Maschinen sind. Lager halt braun. Ist halt einfach so. So, dann habe ich hier meine Hühnchen. Auch noch nichts angeschlossen, gar nichts. Nur einfach hergebaut. Und hier sind meine Breeder. Und hier kommen eventuell nochmal welche hin. Genau. Dann habe ich hier sozusagen einen Compacting Drawer in der Wand, damit ich testen kann. Ja, kann ich das? Gibt es das als compressed oder was auch immer? Ja, nein. Und dann habe ich hier noch eine. Die sind dann unten mit Pipes verbunden. Hier hat man, glaube ich, jetzt kurz gesehen, dass die halt dann hier in den Controller Slave nahe geht, damit das aufgeräumt wird. Ja. Controller Slave, wenn wir es sowieso nochmal zusammenbauen, wenn dann der Rest sozusagen immer mehr hier reinläuft. Genau. Dann habe ich hier jetzt momentan meinen Drawer Controller. Ich habe schon gesagt, ich bin noch beim Überlegen. Momentan gefällt es mir hier ganz gut. Ich renne zwar immer wieder dagegen. Und hier seht ihr darum habe ich den ausgetauscht, ne? Weil ich schätze mal, in den nächsten 4, 5 Folgen wird einfach dieses Ding runterlaufen. Vielleicht, dass ich noch Maschinen-Upgrades mache, dass ich die besseren Pipes habe. Dass es das schneller geht. Genau. Also nichts Großartiges. Ich habe von denen ein bisschen mehr jetzt. Ich glaube, jetzt sind es fast 2,5 rein. Ja. Ah, dann habe ich jetzt hier nochmal veringet, weil mir die nicht ausreichen und ich habe keine Lust mehr, die nochmal umzuswitchen. Also gesagt, ich lasse die jetzt einfach so und mache dann hier weiter. Ja. Und geht hier bis nach hinten. Und da ist dann sozusagen meine Dirty Wall für die Erze. Und das habe ich noch nicht abgerissen. Hier kommt aber dann irgendwann Mechanism Final hin. Der wird meiner Meinung nach dann. Ja, wobei, nein, da kommt das Lager hin. Es kommt weiter hinten hin. Kommt Mechanism. So rum. Weil den Energieaufbau muss ich ja auch noch machen. Ja, dann habe ich schon gesagt, da werde ich dann eventuell dann hier hinter gehen.
Und da hinten ein bisschen dann mit Gelb rumspielen und dann wird halt die Energie nach unten gehen und verteilt. So ist es. Machen wir aber auch alles zusammen. So, dann habe ich hier jetzt meine Küche drin. Da werden wir jetzt dann gemeinsam gleich noch den Boden bauen, damit auch die Dinger sich hier mal verbinden, damit ich die Küche auch nutzen kann. Und ich habe auch den Freezer von Sky Resources hier mit drin und die anderen Kühlschränke. Genau. So, dann habe ich, wie wir es ja das letzte Mal besprochen haben, hier haben wir jetzt den Immersive Engineering Scaffolding. Hat mir ganz gut gefallen. Und dann habe ich jetzt hier sozusagen meinen Bereich um Immersive aufgebaut. Coke-Ofen ist hinten mit Strom angeschlossen, oder beziehungsweise seitlich mit Strom angeschlossen. Mittig kommt das Stromkabel rauf. Einfach nur Runterleitung von den oberen hier rein. Hier steht ein Tank. Hier ist dann die Chest, damit ich halt auch ein bisschen Holz noch machen konnte. Darum ist da drin ein bisschen was drin. Dann habe ich es laufen lassen. Hier habe ich dann meinen Crafting Room. Der hat sich auch nicht großartig verändert. Ist vielleicht ein bisschen breiter geworden. Und dann hier wird dann irgendwann die Wand entstehen. Dass man die ganzen Teile, die wo ich halt aufräumen möchte, hier komplett habe. So, wie gehen wir jetzt weiter? Wir gehen außen rum. Hier hinten habe ich jetzt dann irgendwann noch die Möglichkeit, ne, da sieht er, da kommt das Kabel, da geht das Kabel runter und hier kommt das Kabel einfach wieder hoch. Das wird alles mal irgendwann noch richtig ordentlich verlegt, wenn dann unten auch alles sauber ist. Ist jetzt einfach erstmal provisorisch, so halb provisorisch. Genau, so, hier komme ich schon gar nicht mehr raus. Weil es gibt immer nur einen Eingangsbereich in die jeweiligen Mods. Ah, hier habe ich jetzt dann die. Ach so, ein. Können Sie auch noch mal rüberziehen, aber nein, ich habe mir gedacht, wie hier im Lever. Ich lasse das so. Es ist halt immer wegen asymmetrisch. Mal was Neues bei mir. Ja, hier habe ich dann mein Blast Furnace. Wie gesagt, hier fehlen dann auch noch ein paar und ein bisschen Stahl. Dann habe ich hier jetzt sauber meine Metallpresse eingebaut. Oh, einfach hier Stone Storage. Geht hier rein. Ich glaube, den kann ich jetzt mal aufmachen. Kommt hier raus und dann habe ich hier halt ein paar zum Aufbewahren. Platten und Gears. Genau. Dann geht es halt jetzt dann irgendwann weiter. Es gibt ja noch ein Arc Furnace und dann gibt es noch den. Wie heißt das so schön? Ja, den Ölturm, den müssen wir auch nochmal machen. Aber vielleicht tun wir den auch in eine Compacting-Maschine rein. Wir gucken mal, wie wir das dann machen. Genau. So, habe ich sonst noch irgendwas Wildes gemacht? Ja, wild habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Es war halt viel Umräumen. Und dann das Umräumen nochmal umgeräumt und dann nochmal umgeräumt und dann jetzt gesagt, so bleibt es jetzt erstmal. Genau, oben, wie gesagt, Tierchen werden auch teilweise runterwandern. Wie gesagt, Stallungen werden dann irgendwann hier drin sein. Damit die ganzen Viechchen, die wo es da oben rumlatschen, dass die nicht mehr oben rumlatschen, sondern dass die halt dann schön brav in ihren Stallungen sind. Okay, so, dann hätte ich gesagt, wir machen jetzt das Cooking for Blockhead. Das ist nämlich das allererste, was wir jetzt machen wollen. Und zwar, wir wollen jetzt den Black Concrete und den White Concrete, beziehungsweise Black Quartz und Black of Coal machen. Kohle ist ganz vorne. Kann ich den eigentlich auch umwandeln? Mit 1530 HU, ja, kann ich. So, und wie viel Quarz habe ich?
25. Schauen wir mal. Wie war das mal kommen? Ja. Immer nach diesem Pfosten. So, machen wir jetzt mal hier einfach den an. Kohle rein. Charcoal rein. Das Zeug raus. Ich hier jetzt die Möglichkeit, dass ich das mache. Jetzt habe ich davon 14 Stück. Schauen wir mal, wie viele Bodenplatten das wir kriegen. Mir reichen jetzt hoffentlich erstmal 60 Stück. Finde ich total toll, dass die jetzt dazugekommen sind. Weil sozusagen ich jetzt die Küche sozusagen miteinander verbunden habe. Und auch noch ein vernünftiges Muster drin habe. Ja, waren sogar zu viele um 4. Kann ich da irgendwas noch draus machen? Nicht wirklich. Ist egal. So, aber jetzt habe ich auch, wie gesagt, Zugriff zur Milch. Und wenn ich jetzt die Milch sozusagen hier in den Kühlschrank schmeiße, müsste ich trotzdem die ganzen Rezepte, wo man Milch braucht. Heavy Cream, genau, das sieht man schon. Mayo. Die sind jetzt alle miteinander verbunden, weil jetzt, wie gesagt, das alles miteinander verbunden ist. Das Einzige, was ein bisschen, was noch nicht funktioniert, ist das. Wird aber hoffentlich kommen, wenn ich dann die Hochschränke alle fertig habe. Genau. So, dann habe ich festgestellt, und zwar, als ich mein Questbook ein bisschen angeguckt habe, ich brauche ja sozusagen The Power of Stars, beziehungsweise Industrial Revolution und Thermal Machinery. Das sind eigentlich die Hauptsachen, damit ich da dran komme. Aber ich habe Some True Magic aufgemacht. Und die da, das da und das da und ein bisschen das da habe ich mir angeguckt. Da wollen wir jetzt dann weiterkommen, weil sonst kann ich die anderen Sachen nicht machen. Weil ich brauche nämlich die da hier, diese Killing Ghosts. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Nee, okay, war noch nicht richtig im Kopf. Ja, aber um da an irgendwann ranzukommen, weil wir wollen ja hier auch weitermachen, ne? Ja. So, und das haben wir ja alles. Also Some True Magic. Aber Some True Magic habe ich festgestellt, ich sollte öfters in Sachen reingucken, die ich auch momentan ein bisschen hinten anstelle, weil ich sage, Magic, ja, ist schön und gut, kann ich später machen. Aber hier ist jetzt zum Beispiel mein Liebling aufgeploppt aus Stoneblock. Time in a Bottle. Und die wollen wir bauen. Aber ganz dringend. Time in a Bottle. Dafür brauchen wir eine Glock. Dafür brauchen wir 4 Gold und ein Redstone. Und das ist Kindergeburtstag oder noch was ganz anderes. 4 Gold und ein Redstone. Das ist ja, weiß ich nicht. Früher war es mal ein Problem. So, dann brauchen wir 2 Lapis und eine Glasflasche. Ich habe sogar das Lapis hier. Lapis. Die Glasflasche haben wir hier. Da kriege ich keine, dann kriege ich 2, danke. Und dann brauchen wir nochmal 2 Diamanten und 3 Gold. Und dann haben wir a time in a bottle. Und dann kann ich die nämlich jetzt einfach laufen lassen. Und ab jetzt läuft die Zeit hoch, solange ich die unten in meiner Leiste drin habe. Was ich halt nicht weiß ist, beziehungsweise
Das mache ich jetzt einfach mal das Testchen. Baue mir jetzt einfach noch mal eine. Einfach nur, weil ich es kann. Davon zwei. Davon zwei. Eine Flasche. Und drei von da. Ja, beziehungsweise geht teilweise. Ne? Man sieht, die läuft 1, 2, 3 Sekunden hoch und dann geht sie wieder auf 0. Klar, weil sie die zweite Flasche sieht. Also das heißt, wenn ich jetzt die, glaube ich, da reinschmeiß. Ah, okay, die muss ich nicht mal, die muss ich nur im Inventar haben. Okay, das heißt, wenn ich eine mal irgendwann verschmeißen sollte, habe ich noch eine zweite. Ist gut. Ja, und sobald jetzt dann hier die Flasche drin ist, dann bewegt sie sich halt nicht weiter. Aber alles IO, alles super. Wir haben Zeit in der Flasche. Die hätte ich auch gern ab und zu. Bisschen, wenn man so einen richtig schönen, stressigen Arbeitstag hat. Ein bisschen an der Flasche nuckeln, ne? Dann vergeht die Zeit schneller. Ich meine jetzt aber nicht mit anderem Zeug drin, ne? Wo man dann ein bisschen schön im Kopf wird. Nein, nein. Sondern ich meine, dass da halt Zeit vergeht, ne? Aber du musst halt, das ist halt, vor allem ist es, ich finde halt das interessant. Das heißt, du hast eine Flasche dabei, die sozusagen die Zeit speichert. Du hast jetzt 2 Minuten und 12 Sekunden gespeichert, weißt du, ich habe schon gesagt, es ist wie ein Zeitkonto. Ne? Das heißt, wenn du ein bisschen länger gearbeitet hast, kannst du ja auch ein bisschen eher da gehen. Ja, sowas ist das auch.